Hilfe! Camper-Map-Alarm! Okay, ich spiele meinem Löwen. Unsere drei größten Panzer sind der EN-100, im Dreierpack der IS-4 und der IS-3. Die Gegner haben IS-7, IS-4 und AMX-50, Ausführung 100. Artillerie, passt auf, Doppelpack GW-Panther, Doppelpack S-51. Die Gegner, Doppelpack GW-Tiger und GW-Panther und eine Grille. Boah. Los geht's. Jungs, das wird so übel. Lasst mich diesmal nicht allein hier, ey. Jetzt fahrt kaum jemand hoch. Oh, leck. Jetzt bräuchte man mal einer, der ein bisschen scoutet. Haben wir hier einen Scout? Guck ganz schnell, Broken. Oh. Ja. Zwei. Ich glaube auch nicht, dass da einer über... dass hier einer über die Wiese geschippert kommt. Doch, doch, tatsächlich gern bekloppt. Aber jetzt kommt die Artillerie. Oh, Jungs, passt auf. Ey, passt jo auf. Oh, passt du mal auf, Brocken. Bin mal gespannt. Wir müssen ja wissen, was da oben noch ist. Meinte, der hat mich aufgedeckt? Nö, ne? Glaube ich nicht. Weil vier Artillerie, das zerkratzt mit Lack. Ich kann hier hochglanzen, ja? Poliert. Jungs, passt hier auf, ey. Mich wundert sowieso, dass die Artillerie hier noch nichts zermützt hat. Also jetzt unsere, die. Ah, guck mal, S51 hat eine reinbekommen. Oh, da kommt ein IS-7. Unterstützung von der Artillerie wahrscheinlich.
kriege ich denn dann jetzt? Auf, Löwe. Jetzt sehe ich, was mit dem Löwen passiert. Ihr sieht mich wahrscheinlich auch oder deckt mich auf. Ich weiß es nicht. Na komm, ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt nicht raus, ich warte. Ja, so viel hat der Löwe jetzt auch nicht reinbekommen. Boah, der Jagdpanther, aber wie das? Artillerie. Wow. Wir haben sie böse erwischt. Artillerie drauf. Ob ich hier mal reingeputzt. Da muss der Broken wieder kommen. Muss man hier, was steh ich, der Vorschlag mal auspacken. Komm, Jungs, der hat nämlich viel. Wir haben sie. So macht man das. Nur ein bisschen verstoppeln jetzt. Ja, es wundert mich, dass wir hier nichts abbekommen. Jawohl, ja. Schönes Ding. So. Da gucken wir mal. 7 Schuss, 7 Treffer. Oh, das ist gut. Das ist gut. Aufklärer. Der hat sogar noch... Der war ganz klein, der Panzer. Also super aufgeklärt, ja. Oder? Das war schwarz. Ja. Ja, super. Das kleinster Tank. Die Aufgabe richtig gemacht. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Oder nächstes Mal. Was ja selber ist. Okay. Ja, willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Ja. Panzerkampfwagen 3-4. Wieder mal auf dem Polargebiet. Das ist also, ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall unsere drei größten Panzer ist der T29, der T25-2, habe ich noch nie gesehen, KV-3. Die Gegner haben IS, ein Tiger P und ein KV-3. Wir haben eine Hummel und eine Grille als Artillerie und die Gegner eine Hummel und eine Wespe.
Okay, ich bin jetzt nicht gerade der Kleinste, aber... Warte mal, lieber Scholli. Übrigens, im Moment ist im Brokens Treffpunkt relativ viel los. Also es kommen immer mehr. Spielen auch schon ein paar zusammen immer in Zügen. Und das freut mich. Bisher sind auch alle relativ in Ordnung. Kann man sich nicht beklagen. Aber es sind alle auf meiner Franzosenliste. Definitiv. So, dann fahrt der Broken mal in der Gegend rum. Diddledum. Oh, Panzer 3. Das ist schon down. Da kommt noch ein KV-3. Sehe ich den. Ey Jungs, da kommt ein Tiger P. Haben wir da irgendwas entgegenzusetzen? T29, ja. Oh mein Gott. Komm, mümpelt mal dem KV-3 eine rein. Ein IS noch? Wow. Haben die beide die große Gun? Also 107er, ja. Der wird gesehen. Von was? Da steht der KV bestimmt, der KV-3. Und spottet wie die Hölle. Hui. Ja, da ist er. Was machst du dann? Legst du jetzt hinten KV-3 an, oder? Oh mein Gott. Tja, M3-Li, das war wohl nix. Das war wohl nichts. Ja, der kann sich mit dem anlehnen. Wo ich ja glaube, dass der gleich von der Artillerie noch eine reinbekommt. Wie sieht's da aus? Haben die schon was abgezogen? Beim Tiger, ja. Komm, ich geh mal spotten. KV-3 ist down, sehr schön. Tiger P. Ich bin klein und süß, schießt mich nicht kaputt. Oh, der T29, der hätte es, glaube ich, ohne Kinder gut gebrauchen, obwohl da steht noch... Was ist denn der 25-2er? Oh, die Hummel. Komm, Hummel und Wespe ist aufgedeckt, Jungs. Sehr schöne Runde. Wow. Boah, schon was kaputt gemacht. Boah, schon zwei kaputt gemacht. Wow. Zwei Schuss, zwei Treffer hier. Seht ihr da? Ja, das ist ein bisschen hell. Das seht ihr jetzt nicht.
Okay. Hat mich gefreut. Gute Runde. Bis zum nächsten Mal. So, willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Ich spiele im Jagdpanzer 4. Unsere drei Größen ist der KV-3, der Jagdpanzer 4, bin ich übrigens, und der T-34-85. Die Gegner haben KV-1S, ein M4A3E2 und ein M4A3E8. Warum, was das immer ist, was für Unterschiede da sind. Und ein Slugger. Oder Schlucker. Adlerie gibt's keine. Okay, das könnte interessant für mich werden. Das erste Mal, wo ich keine HE nachladen bräuchte. Links. Scheiße, wenn keiner mit mir geht. Brauche ich das gar nicht zu machen. Guck, die Artillerie muss auch nicht beschützt werden. Da gehe ich in die Stadt, versuche mal ein bisschen meine Feuerpower zu benutzen hier. Bin noch mal überlegen, ob ich vielleicht die, die Russen, die Antitanks noch benutzen soll. Ich finde die eigentlich richtig brachial. Aber da ich, naja, eigentlich habe ich ja schon zwei. Ich habe hier die Amis schon und er hier, also die Deutschen. Und eigentlich wollte ich bei den Deutschen den Panzerkampfwagen weiterspielen, dass ich auf die VK wechseln kann. Ach Gott, was geht denn hier ab? Hauptgeschütz beschädigt. Wir haben Genauigkeit eingebüßt. Hat er mir genau drauf gemümpelt, die Sau. Oh, leck. Schön. Weiter geht's. Dass man mal zu spät kommt. Straft einen das Leben. Shit, ich müsste hier um die Ecke. Macht ihn weg. Sehr schön. Die sind auch bald weg. Erwischt. Was ist die denn nochmal erwischt? Sehr schön. Eben hier räume hier weg und die anderen gehen doch kaputt andauernd. So. Ich habe gelernt, immer ein bisschen ruhig zu bleiben und jetzt nicht hier der Rushmann zu spielen. Das muss wehtun. Oh nee, er war sichtbar. Kacke. Komm, schieß ihn weg. Sehr schön. Schon wieder 7, er immer gleich stand. Oh. Okay. Scheiß unser Stützpunkt.
Basis-Sword angefallen. Scheiße, schaffen wir nämlich. Ach Gott. Kacke. Naja, sieht man. Baller die Hühner und bringt nichts. Okay, bis zum nächsten Mal.